Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir mal den Trixi-Schnüffelteppich testen. Balu ist schon bereit, aber erstmal wollte ich euch dazu ein bisschen was erzählen und erklären. Also Ziel dieses Schnüffelteppichs, so sieht das Ganze aus, es ist einfach, dass man hier zwischen diese ganzen einzelnen Lagen Leckerchen oder Futter versteckt und der Hund hat dann die Aufgabe, die Leckerchen zu erschnüffeln. Und das lastet die Hunde eigentlich auch immer ganz gut aus, habe ich gehört. Wir wollen das Ganze heute mal bei Balu testen. Vorteil an diesem Schnüffelteppich ist, ihr habt hier hinten einen Reißverschluss. Dann ist hier nämlich so eine feste Matte innen drinne. Und sollte der mal verschmutzt sein, der soll auch regelmäßig gereinigt werden, könnt ihr diese Matte, die innen drinne ist, rausnehmen und könnt das Ganze hier bei 30 Grad in der Maschine waschen. So, jetzt hole ich mal Balus Futter und dann wollen wir mal schauen, wie der Hund darauf reagiert. Ach so, noch ganz wichtig zu erzählen. Man soll darauf achten, gerade wenn der Hund damit anfängt, also erstmal nicht ganz so tief die Leckerchen zu verstecken und dass man das so ein bisschen steigert. Und sollte der Hund irgendwie diesen Schnüffelteppich wegtragen wollen oder dran schütteln, reißen, was weiß ich, denn soll man das auch sofort unterbinden. Weil das soll wirklich ja eine ruhige Aufgabe sein. So, ich hole einmal kurz das Futter. So, Futter habe ich besorgt. Wir werden das Ganze jetzt einmal befüllen. Ich packe das jetzt nicht ganz nach unten, weil wie gesagt, er kennt diesen Schnüffelteppich noch gar nicht. Ich will immer Schnüffelteppich sagen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, aber es ist egal. So, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich da jetzt reinfüllen soll. Aber er soll ja schon ein kleines Erfolgserlebnis auf jeden Fall haben, dass das Interesse geweckt ist. Ja, kommt alles. So, ich lege einmal die Kamera kurz weg. Dann kann ich das nämlich besser befüllen. Balu freut sich auch schon. Also das Interesse ist da. Er sitzt hier neben mir und ja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Mäuschen, warte. Jetzt gibt's das zum Entdecken. Okay. Gut, guck mal. Balu, schau mal. Los, guck mal, was ist da? Ich bleib mal so ein bisschen jetzt in der Nähe sitzen, damit er halt nicht irgendwie damit weglaufen will. Meistens trägt er ja immer gern die ganzen Sachen. Oh, da hat er was, ne? Mit in sein Körbchen. Oh Gott, wie das aussieht. Das sieht süß aus, ja. Ja. Oh, toll. Ich glaube, ich gehe einmal auf die andere Seite, damit ich nicht ins Bild husche. So. Genau. Ja, such, such. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man auch ein Wort wie zum Beispiel such mit einfügt, damit er dann weiß, auch vielleicht, wenn man einen anderen Schnüffelteppich mal hat oder so, was er tun soll. Ja, oder auch wenn er davor nicht rangeht, dann kannst du auch direkt such sagen und dann geht er da ran, weißt du? Fein, such! Klasse! Ey, ist ja voll der Babu da drin. Ja, ich habe sie jetzt nicht so weit reingesteckt, dass er wirklich erstmal diesen Erfolg und dass er erstmal kennenlernt, ne? Diesen Erfolg hat. Ey, dieser dicke Schädel auf der Kamera, da sieht noch diese Öhrchen, ey. Dicker Schädel. Ja, wieso? Ja, es ist auf jeden Fall toll. Also ich finde solche Sachen immer richtig gut. Ja. Die Hunde sind beschäftigt. Und nein, nicht buddeln. Da möchte ich Fetzen aus meiner Hand. Ja, das sind übrigens so ja, aus Mikrofaser, so Stofffetzen. Die sind immer so ja, quasi so eine lange Reihe. Und dann wurde das hier oben so eingeschnitten. Und hier zwischen diese ganzen Lagen könnte man rein theoretisch was verstecken. Also ich glaube, das sind nicht eher so Mikrofaser-Dinger, sondern es ist so ein bisschen filzartig. Ja, ich dachte eigentlich, dass es so Mikrofaser ist. Man weiß es nicht. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das kommt ganz gut an. Ich glaube, Test bestanden, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und
dann würden wir sagen, war's das mit diesem Video. Genau. Wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne im neuen Video wieder rein, was dann demnächst wieder online gestellt wird. Ja, bleibt auf jeden Fall alle gesund, habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss.